Stapel Nummer 2. Ich grüße dich zu deiner Wochenenergie. Und dann schauen wir doch mal, was die Energie dir mit auf den Weg geben möchte. Oh. Du hast den Stuhl und den Schlüssel in der Hand. Sehr schön, okay? Den Schlüssel, den Stuhl. Und den Spiegel. Es kann sein, dass dir etwas gespiegelt wird, wo dir etwas mit aufgeschlossen wird. Oder du spiegelst Menschen etwas, wobei du sie unterstützt und ihnen etwas aufschließt. Sehr schön. Dann schauen wir mal ein Stückchen, was die Energien noch so zu sagen haben. Attraktion, Magnetismus. Die Feen, geistiges Reich. Schutz, Bereitschaft, Widerstandsfähigkeit, sehr schön. Aufklärung. Ich bin empfänglich. Licht. Ah, okay. Geistführer. Die Spiegelung, der Heiler, Anleitung, Betreuung, Lehrer des alten Wegs. Jetzt hab ich's. Kommunikation, Beziehungsarbeit, göttliche Liebe, Unterstützung, Kontrolle, Vertraue und Gedeihe. Das Glück ist auf deiner Seite. Halte dein Herz offen. Aufgeben. Ah, Frieden. Sehr schön. Die Fische. Der Bär. Und die Lilie. Sehr schön. Ha. Stapel Nummer 2. Du hast ganz viel Licht in dir. Und mit dieser Mondin wird dir hier auch noch mehr dein Licht gezeigt. Weil du hast ja hier, ne, im Endeffekt den Stuhl, ne, wo du vielleicht bequem drin sitzt, ganz entspannt. Du hast hier den Schlüssel in der Hand und durch dein Licht, welches du in dir hast, wo du die ganze Zeit auch geführt wirst von deinen Spirit Guides, von Merlin, der schon lange an deiner Seite ist. Spiegelst du, du hast hier doppelt die Spiegelung, hier ist auch noch, also ist die Spiegelung, da ist der Spiegel. Du spiegelst dein Licht ganz vielen Menschen nach außen. Und es kann sein, dass der ein oder andere das vielleicht nicht so ganz verträgt. aber das ist nicht dein Problem. Sondern du bleibe in deinem Licht. Bleibe in deiner Kommunikation, in deiner göttlichen Liebe, Vertraue. Es kann sein, wie gesagt, dass der ein oder andere, dass ihm das zu viel Licht ist, der noch nicht so weit ist. Aber lass dich bitte hier nicht von deinem Weg abbringen. Du hast die Feen an deiner Seite, du hast Merlin an deiner Seite. Hier nochmal das Licht, dieses Licht. Du bringst auch ganz viel Aufklärung nach außen. Du bist empfänglich, also du strahlst. Du bist beschützt, bist Gott sei Dank auch sehr widerstandsfähig. Du bist ein Heiler.
Du heilst andere Menschen durch Worten, Taten, egal durch was. Hast ja auch immer wieder die Unterstützung von der Mondin, wo du manchmal auch ja, ziemlich von angezogen bist von der Mondin. Aber das ist okay so. Sie übermittelt dir auch immer noch Energien. Bleibe du in deinem Vertrauen und gedeihe weiter. Du bist ein Heiler, wie gesagt, unterstützt. Es gibt Menschen, die gerne Kontrolle über andere Menschen ausüben. Aber diese Energie brauchst du dich nicht begeben, sondern es ist ein Spiegel. Vielleicht machst du dir auch, wenn du mit solchen Menschen zum Beispiel zusammenarbeitest oder sie irgendwo hast, mach dir so einen Spiegel vor dir, ne? Wenn du ihnen begegnest, so im Geiste, den Spiegel davor. Und das darf zurückgehen, weil es sind ihre Lernaufgaben, nicht deine. Du bist auf einem guten Weg und das ist auch gut so, denn du bist absolut hier in deinem Frieden und das ist gut so. Bleibe da. Hast so viel Licht und göttliche Liebe an deiner Seite. Du brauchst nicht die dunklen Energien der anderen aufnehmen. Das ist ihre Aufgabe, auch daran zu arbeiten. Das muss ich dazu sagen. Das ist nicht immer nur ne, unsere Aufgabe, sondern wenn du das Licht spiegelst, ist es ja im Grunde genommen was Schönes. Wie gesagt, nur manche sind halt noch nicht so weit. Und da kannst du Menschen begegnen in dieser Woche oder in der nächsten Zeit, die da halt eben nicht ganz so mit klarkommen. Aber es ist egal, wie hat mir damals ein guter Freund beigebracht. Das ist ihr Thema. Das ist nicht deins. Also gib du dunkle Energien auf, bleibe in deinem Licht. Halte weiter dein Herz offen. Du darfst weiter empfänglich sein für positive und liebevolle Energien, die ständig hier an deiner Seite sind und die du brauchst. Und die andere Energie darf an sich selber arbeiten. Im Endeffekt hilfst du ihnen sogar unbewusst dabei, weil ja, du hast den Schlüssel hier in der Hand, du hast ihn schon in der Hand und du hast dein Licht aufgeschlossen und das darf dann andere Menschen, wie gesagt, sei es beruflich, sei es im privaten Bereich, wie auch immer, die dürfen das jetzt lernen. Aber irgendwo lernen sie auch unterbewusst ganz viel von dir. Du hast viel gelernt, sie lernen von dir. Kommunikation ist okay, Kommunikation, arbeiten daran, an der Kommunikation auch immer gut, aber achte hier auf dich und deine Energie. Bleib du in deinem Licht und das ist auch gut so. So, denn du kommst hier in deinen absoluten Fluss der Fülle, der Stabilität, was dir wiederum auch Harmonie bringt. Du hast die Harmonie hier, du hast den Frieden da, die Stärke, die Kraft, Geschäftsvorhaben, ne, die dann hier gut gelingen. Und das ist gut so, denn durch dein Licht ziehst du es ja an, aber natürlich zieht man dadurch auch ja, Neider an, in Anführungsstrichen. Aber wie gesagt, das ist ihr Thema. Bleib du da, schütz dich, achte auf deine Energie. Du hast eine wunderschöne Energie hier und diese darfst du auch leben, denn es steht dir zu und du bist auch empfänglich dafür. Und das ist und darf auch so sein, denn das Glück ist auf deiner Seite. Da gehört es auch hin, weil auch du hast ja irgendwann mal angefangen, deine Wege zu gehen und musstest auch dahin. Und darum gib die anderen Energien auf, die brauchst du nicht, denn du selbst bist am wichtigsten und du wirst hier geführt von allen und da darfst du auch bleiben auf dem Weg. Ich ruhe in mir im tiefen Vertrauen, dass ich mein Ziel erreichen werde und das wirst du definitiv.
Der Weise ist ruhig, niemals rastlos oder ungeduldig. Er verweilt jeden Augenblick dort, wo er gerade ist, wie manche Wanderer bei jedem Schritt ihren Körper ausruhen. Sehr schön. Und da haben wir wieder das mit dem Frieden. Wunderschön. Also, ne, bleib du bei dir. Du hast hier sämtliche Unterstützung vom Universum. Du hast viel an dir gearbeitet. Und jetzt darf das Ganze auch belohnt werden. So, du hast das Glück an deiner Seite. Ja, hast du. Aber es ist ja nicht nur die Finanzen, also wirklich die absolute Stabilität. Alles fließt dir genau jetzt zu. Ja, so ist es. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Das ist wahr. Und da darfst du auch bitte immer dran denken. Und du bist es auch wert, ne, das Ganze hier zu empfangen. Dieses ganze Licht, die Fülle, die Harmonie. Das ist doch das Wichtigste, die Harmonie in sich zu spüren und somit auch andere unterstützen zu können. Ne, andere damit, ja, ihnen dieses Licht, was du in dir hast, auch weitergeben zu können. Das ist etwas sehr, sehr Wertvolles, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und du spiegelst, Moment, da kommt gerade, du spiegelst somit auch quasi, ja, du zeigst der Dunkelheit dein Licht und das Ganze im Frieden. Sehr schöne Energie. Wow. Es geht vorwärts. Absolut geht es vorwärts hier für dich. Ja, haben wir noch eine? Eine noch, oder? Ups, gut. Noch was Wichtiges zu sagen. Hier sind Nachrichten auf dem Weg zu dir und ja, du hast hier deine Kraft dir zurückgeholt, ne? Auch hier mit den Bären, die Kraft. Bist in deine Harmonie gekommen und kommst somit wieder in deine absolute Fülle. Sehr schön. Dann hätte ich auch gern für dich eine Engelzahl, die 5. Die 5 natürlich auch die Zahl der Veränderung. Die 3 und die 2 können in der nächsten Woche von Bedeutung für dich sein. Relevant sind vielleicht auch noch die Zahl, weil ich hier doppelt habe, die 19, die 6, die 30, die 37, die 33 und die 12 und die 16, 26 und 28. Vielleicht sind sie hier, ne, gerade wichtig für dich. Achte einfach drauf, du wirst es wissen. In diesem Sinne wünsche ich, sorry, mein Hund schnarcht. In diesem Sinne wünsche ich euch, dir, einen wunderschönen Start in die neue Woche. Voller Glück, voller Leuchtkraft und voller Frieden. Und gehe weiter deinen Weg, bleibe in deinem Licht. Du hast den Schlüssel in der Hand. Und habe keine Angst davor, anderen das zu spiegeln. Okay, ich wünsche euch einen wunderschönen Start. Seid gesegnet und wir hören uns, meine Lieben. Bis bald.